Bosnien-Herzegowina, kurz vor der Grenze nach Montenegro. Wir haben Sarajevo verlassen und sind die M18 Richtung Montenegro gefahren. Dabei haben wir heute ein gutes Stück Weg gemacht. Die M18 führt zu großen Teilen entlang der Driva. Driva, ein Donauzufluss, wird gebildet durch die Tara und die Piva, die auf der Höhe der Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Montenegro zusammenfließen. Wir fahren hier ein gutes Stück die Piva und deren Stausee entlang. Eine faszinierende Strecke. Unzählige Tunnel führen entlang des Flusses. Wer in die Gegend kommt, muss die Strecke unbedingt fahren. Ich werde euch die GBX-Daten auf meiner Website auch zum Download zur Verfügung stellen. Nun sind wir in Montenegro. Das Urlaubsgebiet ist endlich erreicht. Bis Bosnien war eigentlich nur Anreisephase. Jetzt kommt das Gebiet, in dem wir ein bisschen langsamer machen wollen. Hier verlassen wir die M18 und fahren Richtung Osten die P14 hinauf. In unzähligen Tunnels und Serpentinen schlängelt sich diese Straße den steilen Hang hinauf zum Dürmitor Nationalpark.
dem Hochplateau im Durmitor Nationalpark führte uns die P14 zielstrebig zum Gästhaus Milogora. Hier war der Duro natürlich der Hingucker schlechthin und wurde gleich von allen in Augenschein genommen. Über das Interesse am Duro lernten wir Zelko und Rade kennen. Rade konnte perfekt Deutsch und dolmetschte für uns, was dazu führte, dass wir den Abend bei reichlich selbstgebranntem Schnaps am Stammtisch des Hauses verbrachten. Am anderen Morgen ging's für den Duro erstmal raus auf die Spielwiese, ein bisschen Auslauf genießen. Im Laufe des Tages besuchten wir auch Zelgos neues Ferienresort, welches sich noch im Bau befindet. Dort hatte Bianca Gelegenheit, mal herauszufinden, wie es sich anfühlt, auf einem Pferd zu sitzen. Durch Bosnien zeigte das Thermometer im Duro immer wieder 120 Grad Temperatur an. Bei der hohen Temperatur konnte es sich eigentlich nur um eine Falschanzeige handeln. 100 bis 110 Grad war ich ja schon gewohnt. Aber jetzt über 120
Das war nämlich geheuer. Ich wollte einfach ausschließen, dass es mich doch am Thermostat liegt. Also entschlossen wir uns, in einem Pkw-Betrieb das Thermostat ausbauen zu lassen und versuchten dann in Bosnien ein neues zu bekommen, was leider nicht gelang. Ganz ohne Thermostat bekam der Duro aber zu wenig Temperatur. So wollte ich nicht weiterfahren, also mussten wir irgendwo ein neues Thermostat auftreiben. Ich fragte Rade, ob er nicht wüsste, wo man hier ein neues Thermostat kaufen kann. Er lud uns direkt ein, ihn in seiner Heimatstadt Nikšić am nächsten Tag zu besuchen. Dort wollte er uns helfen, ein passendes Thermostat zu finden. Die Suche blieb jedoch auch dort erfolglos und er wollte uns einen Kontakt in Podgorica vermitteln. Wir verwarfen also den Plan, direkt aus dem Durmitor-Gebiet rüber in den Kosovo zu fahren und nahmen Ziel Podgorica, um in der Hauptstadt das passende Thermostat zu finden. Nur irgendwie haben wir diesen Kontakt verpasst. Da wir also schon so weit im Süden waren, entschlossen wir uns, zunächst nach Albanien rüber zu fahren und dann einzudrehen Richtung Kosovo. Dort bekamen wir dann im Übrigen auch das passende Thermostat. Wieder mal zauberte der Duro ein Grinsen in das Gesicht der Umherstehenden. Das nächste Mal sind wir in Albanien und wandeln mit dem Duro auf schmalen Grat. Wenn ihr dabei sein wollt, nicht vergessen, Kanal abonnieren und das Glöckchen läuten.